Wenn ihr älter werdet, begreift ihr, dass das Leben nicht fair ist. Man wacht morgens auf und fühlt sich toll. Und dann tritt dann das Leben mit einem Fersentritt voll in die Eier. Mein Name ist Patrick und ich bin 39 Jahre alt. Arbeite im Einzelhandel, Fachrichtung Lager. Meine Hobbys sind eigentlich alles, was mit Sport zu tun hat. Joggen, Fußball, Basketball. Das Jahr 2020 stellt sich ja für alle leider etwas schwierig heraus. Doch am 6.6. diesen Jahres ist es auch für mich noch ein bisschen schwerer geworden, denn ich hatte einen schweren Arbeitsunfall. Das heißt, ich habe mir mit einem Stapler den Fuß zertrümmert. Ich arbeite mit sehr schwerer Ware. Das heißt, das hat alles ziemlich Gewicht. Und damit bewegen wir mit diesen Mini-Ameisen quasi die Ware hin und her. Und da ist alles ziemlich schnell. Dann stand ich da also in meinem Gang, habe mit meiner Ameise die Ware verräumt. Und wie soll es anders kommen? Ein Kunde springt vor der Ware entlang. Was mache ich? Ich ziehe natürlich den Mini-Mover zurück. Metallpfosten, mein Fuß, hier kam der Mini-Mover. Im Krankenhaus angekommen, warteten schon die netten Sanitäter und haben mich reingefahren. Zu dieser Zeit mit Corona alles recht kompliziert. Man ist erstmal in dem Raum, dann kommt man in den Raum und dann liegt man auf einer Pritsche. Ja, dann ging es halt weiter, dann wurde ich geröntgt. Auf jeden Fall hat sich fast alles gebrochen da vorne drin. Das größte Problem daran ist, dass durch die Quetschung sich im Vorderfuß ein Zellklumpen gebildet hat. Quasi alles, was da vorne im Fuß so drin ist, hat durch den Aufprall an beiden Seiten sich zusammengematscht. Also durch diesen Zusammenprall ist der Schuh hier vorne aufgeplatzt. Ja, und dann standen auch schon die Ärzte vor meinem Bett, haben sich den Fuß angeguckt und haben gesagt, könnte kritisch werden. Denn der ist immer mehr angeschwollen. Und da musste man halt gucken, dass dieser Fuß wieder abschwillt. Ansonsten stand sogar im Raum, den Vorderfuß abzunehmen oder einen Entlastungsschnitt zu machen. Aber ich hatte Glück. Nach Tag 2 ist der Fuß um 2 mm abgeschwollen und ich war erstmal über den Berg. Nach 6 Tagen kam ich dann endlich nach Hause und dann ging es ab dem ersten Tag, direkt nach der Entlassung, musste ich schon mich bei der Reha vorstellen. Ja, und seitdem bin ich fleißig am Trainieren, dass ich wieder laufen kann. 3 bis 4 Mal die Woche Reha, 2 bis 3 Stunden. Da ist Sport mit bei, was man als Sport bezeichnen kann. Ich darf meinen Fuß zum jetzigen Zeitpunkt 20 Kilo belasten. Und ich muss noch auf 80 Kilo aufbauen. Wo ich ja sehr stolz drauf bin, das sind meine Schuhe. Denn die Schuhe, die ich gekriegt habe, die sind jetzt nicht maßangefertigt, aber wurden schon auf meinem Fuß sozusagen abgestimmt. Auf jeden Fall sind das die teuersten Schuhe, die ich je besessen habe. So im Haushalt klarzukommen ist natürlich, einiges geht nicht. Zum Beispiel Kaffee machen und so, das ist alles gar kein Problem. Aber die Kaffeetasse dann in einen anderen Raum zu kriegen, ist ein Problem. Also wenn ich sagen müsste, das größte Problem, was den Fuß angeht im Haushalt, ist das Duschen bzw. Baden. Also ist alles eigentlich rutschig, man hält sich nur irgendwo fest. Das ist nun mal so, man muss damit klarkommen. Das Harte ist allerdings, dass ich dieses Jahr doppelt entschleunigt bin. Durch Corona schon mal und jetzt mit dem Fuß. Das heißt, ich sehe nur Reha und hier zu Hause. Bis auf Joggen und ein bisschen Krafttraining wird dieser Fuß keinen Mannschaftssport mehr mitmachen können. Deswegen, Sport ist für mich gegessen, was sehr schwer ist, aber ich habe jetzt schon angefangen, Alternativen zu suchen, leichtes Hanteltraining, Ernährung umgestellt und das muss man halt alles wieder aufbauen. Deswegen steht noch ein sehr, sehr langer Weg vor mir. Also ich mache immer meine Spaziergänge, um halt den Stoffwechsel anzuregen und die Muskeln wieder ein bisschen aufzubauen. Und zum Glück habe ich ja auch Hilfe. Meine Eltern, meine Lebensgefährtin. Alles, was ich nicht hinkriege, greifen sie mir unter die Arme. Sei es jetzt zur Reha zu fahren, der Einkauf, sei es Wäsche waschen. All das geht momentan halt nicht so leicht. Das Allerwichtigste ist an der ganzen Sache, seine Positivität nicht zu verlieren. Das heißt, man sollte immer, immer zusehen, dass man mit einem Lachen durchs Leben geht. Egal wie blöd das Jahr jetzt ist mit Corona, wie blöd das für mich ist, andere haben wahrscheinlich noch viel, viel größere Probleme. Einfach mal ein bisschen versuchen, mit Humor zu sehen und alles vielleicht nicht zu verbissen sehen. Denn dann geht das schon leichter von der Hand.